Okay. Dann waren wir hier unten fertig. Genau, es fehlte eine Fackel. Irgendwo. Hier hinten? Nein. Da fehlt die Fackel. Jo, dann mal ab nach oben. Gucken, ob wir da eine Fackel auftreiben können. Da geht's nicht nach oben. Da geht's nach oben. Stimmt, da war was. Wenn wir jetzt... Also du brauchst jetzt noch was in der Hand. Irgendwas Produktives. Ich gebe dir keine Blitzbomben in die Hand. Das ist letztes Mal echt nicht gut gegangen. Warum hast du Attack Power? Attack Power 14, Speed 10. Kann man damit normal angreifen oder braucht das immer gleich eine Ladung? Na, komisch. Na gut, ja, was wirklich Produktives für ihn finde ich gar nicht. Geben wir ihm ein Flammenschwert. Ja, was soll's, haben wir zwei von. Also wenn wir jetzt hier runtergehen, werden der da und der da anfangen Giftwolken zu spucken. Das heißt, wir sollten da gar nicht erst hingehen, ne? Müssen wir aber, sonst kriegen wir das nicht hin, dass das hier permanent zu ist. Warte mal, wir legen mal... Nicht die. Irgendwas Unnützes. Trainingsbogen. Dahin. Kriegen ein bisschen Giftschaden, ist okay. Das beruhigt sich gleich wieder. Hier schon mal... Krass, ist so. Okay, drei vergiftet. Und kein Schalter. Aha, okay. Hier ist auch kein Schalter. Also hätten wir echt nur irgendwas da liegen lassen müssen und hätten vorwärts gehen können. Na gut, gucken wir mal weg, wenn der ganze Nebel ist. Nö, kein Schalter. Kein Schalter. Also den Teleporter? Das war jetzt schlechtes Timing. Definitiv schlechtes Timing. Hoch. So. Wo sind wir jetzt? Zurück im Statuenraum. Ah, da sind wir. Natürlich ist hier nirgendwo ein blauer Kristall. Okay, versuchen wir das Rätsel mal zu machen, in der Hoffnung, dass da keine Gegner kommen. Ah, da ist eine Druckplatte. Da kommt mal ein leerer Beutel rauf. Okay. Erst schlafen, dann weiter mit Schaltern rumprobieren. Ich will nicht, dass noch jemand stirbt. Vor allem ist auch der wichtigste Charakter überhaupt gestorben. Der einzige, der den Feuerelementar einigermaßen einheizen kann. Aber gut. Also Plan ist, wir warten, bis die Falltür zugeht, legen dann den leeren Sack auf die Druckplatte hinter dem Gitter und gucken, was passiert. Weil der Teleporter, der da ja auch irgendwie mit der Fallgrube verbunden ist, der führt uns irgendwo anders hin, wo dann wieder ein Teleporter ist, der uns dann auf eine Fallgrube teleportiert. Und zu... Okay. Kein Schalter. Ist die Tür da hinten jetzt offen? Gucken wir mal. Du bist zu? Nö. Der Schalter hat irgendwas anderes gemacht. Also im nächsten Zug gehen einfach rauf und durch. Okay, also man muss rauf laufen auf das Teleporterfeld. Und gleich einfach stur weiterlaufen, bevor der Teleporter wiederkommt. Also einfach nur schnell sein. So, zu. In 3, 2, 1, jetzt. Durch. Jetzt ist die Tür auf. Da ist mir egal. Teleporter ist da. So, und jetzt können wir da hinten durch. Und da funkelt auch schon ein Schlüssel. Sehr schön. Zack, zack, zack. Okay. Keine Gegner, schon mal gut. Ach.
Hier waren die vier Nischen. Stimmt, da kann ich mich erinnern. Was machst du hier? Du hast gar keinen Schießer, du bist nur ein Akzeptor. Das sind alles Einwegdruckplatten. Naja. Bist du was wert? Naja. 75 Gold, wiegst aber 8 Kilo. Tut mir leid, naja. Du bleibst da drin liegen. Dann können wir nichts machen. Also irgendwas muss hier rein. Erstmal tun wir wirklich Ramsch rein. In der Hoffnung, dass es allein schon reicht, dass da überhaupt irgendwas drin liegt. Und später können wir gucken, was da wirklich rein soll. So. Wo geht's lang? Da unten geht's zurück zu dem Säulengang. Also nach Westen. Vorsichtigerweise. Oh. Das sieht gut aus. Sogar sehr gut. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass da gleich irgendwas Böses passiert, wenn ich dem blauen Kristall näher komme. Games Bane with Heads of Steel. Das sind Pfeile. Weil Game halt die Jagdbeute ist. Und wir haben keine normalen Pfeile. Nicht schön. Die gehen wohl auch. Ja, sehr schön. Frostpfeile gehen also auch. Unraveler of Mysteries. Das ist das. Nö. Och nö. Ich vergesse doch solche Rätsel nach ein paar Monaten wieder. Unraveler of Mysteries. Was löst Mysterien auf? Schätze werden es nicht sein. Ich war mir ziemlich sicher, das wäre das Mantler, aber. Na gut. Das Knochenamulett könnte ja auch noch wichtig sein. Aber lesen wir einfach die Notizen. Lieber Lord Peril, fass dich kürzer. Es ist mir gelungen, an den hiesigen, bösartig aussehenden Einwohnern vorbeizuschleichen. Aber ich musste mein Schwert in den Gedärmen einer aggressiven Riesenspinne begraben. Licht? Dunkel können wir nicht lesen. Und er hat etwas erbeuten können, das essbar ist von einem der komischen Echsenkreaturen, nachdem ich sie geschlachtet habe. Also er scheint wohl recht stark gewesen zu sein, wenn er alleine so einen Dino umbringen konnte. Ich bin mir sicher, dass die anderen fliehen konnten und zurück zu dem Palast gekehrt sind. Unser kommissioniertes Luftschiff sollte 7 Tage gedockt sein. Aber das Ding sieht man ja auch im Intro. Oh, vielleicht gehört er zu der Truppe, die uns runtergeschubst hat. Das wäre schön. Aber ja, also das Luftschiff sollte 7 Tage oben bleiben. Und es waren mindestens schon 9 oder 10, wenn ich mich nicht verschätze. Meine einzige Hoffnung ist es, tiefer abzusteigen und einen anderen Weg nach draußen zu finden. Lord Peril. 4 Stück noch. Was haben wir hier? Träne des Landes. Yeah. Irgendwo muss ein Schneckenstück rein. Horror irgendwas. Severed Dread. Genau, da muss ein Schneckenstück rein oder Pilzstück. Wir haben nur Lambdas Brot. Ja, Pitroot Bread. Und davon ist auch keins mehr vergiftet? Nö. Grim Cap. Herder Cap. Nein. Schneckenstück? Wie jetzt? Achso, dann Dino Steak, hä? Bleibt ja als einziges über. Noch irgendjemand Hunger? Nö. Also, wir brauchen ein Dino Steak. Wir brauchen einen Unraveler of Mysteries. Und wir brauchen eine Träne des Landes. Alles Sachen, die ich schon 2-mal gemacht habe. Ja. Träne des Landes. Tarbeat. Nein. Also von Land... Oh, Knopf.
Oder wir drücken einfach den Knopf. Scroll. Was haben wir denn da? Das haben wir schon gemacht. Das können wir mal hier beim Blaukristall lassen. Das ist das Schattenrätsel. Die Illusion deines Schicksals ist besiegelt. Aber nicht bei irgendeiner auswärtigen Kraft. Wähle deinen Pfad sehr vorsichtig. Ist jetzt die Frage, ob der Spieler gemeint ist oder die Charaktere, weil die Spieler haben kein selbstbestimmtes Schicksal, das bestimme ich. Aber gut, wir brauchen eine Träne des Landes, wir brauchen ein Dino-Steak und ein Unraveler of Mysteries. Haben wir hier noch irgendwo irgendwas anderes? Nö, sonst wären wir soweit mit der Etage durch, abgesehen von da hinten, wo wir noch einen Schlüssel brauchen. Und dem Fackelrätsel weiter unten. Da kamen wir hin, wenn wir hier runterspringen. Zum Fackelrätsel. Seit wann können wir ein Ä schreiben? Wurde da wieder was gepatcht? Okay. Okay, komm, einmal noch im Inventar durchgucken. Träne des Landes, Unravel of Mysteries. Ich glaube, Unravel of Mysteries war irgendein Ausrüstungsgegenstand. Also zuerst dachte ich, er hätte Mäntler, aber vielleicht wäre es auch irgendwas Magisches, wie zum Beispiel das da. Also falsches Loch, ne? Jo. Severed Red ist auch falsch. Also hier. Unravel of Mysteries. Also Auflöse der Mysterien. Diviner's Cloak. Nö. Vielleicht dieser brennende Orb, den man noch später bekommt, für den besseren Feuerball. Aber ich glaube, das war zum einen Secret und zum anderen weiter unten. Tränke werden es nicht sein, komische Seidenhosen auch nicht, Wurfäxte nicht. Frozen Bomb, Lightning Bomb. Könnte das eine Träne des Landes sein? Eine Bombe? Grim Cap. Das ist ein Pilz. Nö. Aber ja, Kräuter an sich könnte eine gute Idee sein, wo wir das ja schon mal probiert hatten. Nö, alles nix. Okay. Heiliger Stein. Tränen des Landes, das ist einfach nur ein Stück Stein. Also fehlt noch Dino Steak und Unravel of Mysteries. Oh, warte mal, Schädel. Jo. Abgetrennter Schrecken ist der Schädel. Kein Dino-Steak. Also fehlt nur noch er hier. Unravel of Mysteries. Schlüssel? Hihihihi. Sehr gut. Heilige Steine kommen auch wieder mit. Die Pfeile können drin bleiben. Der Schädel ist ein makabres Souvenir. Nochmal speichern und gucken wir doch mal, was dahinter ist. Schon mal eine Fackel da, die wir gleich mitnehmen können. Und du hast dich bewiesen, ein wahrer Champion zu sein. Stark in der Macht und im Geiste. Jedoch gebe Acht. Es gibt schleichende, wabernde, schwankende Dinge dort unten, die stärker sind als du. Ja, das sind die Mönche. Die bewegen sich echt ein bisschen komisch. Aber ich denke mal, das Ding können wir hier lassen. Das ist nicht wichtig. Du kommst mit. Und bevor wir hier irgendwas anderes machen, gehen wir zurück zum Schattenrätsel. Sonst vergesse ich das. Und das will ich nicht. Also. Wow, Dino? Was zur Hölle machst du hier, Dino? Und schon wieder auf unsere Luftmagierin, das ist nervig. So. Jallen hat ein Level Up. Schön für Jallen. Da wollen wir runter. Oh, er ist überladen und sie sollte unbedingt schlafen, bevor wir runterspringen. Sonst haben wir ein geringfügiges Problem. Falsche Richtung.
schlafen. Dann kurz das Level up machen und dann können wir da runterhüpfen. Dann sollte ich noch die Schriftrolle rauskramen, wo das genau stand. Das war irgendwas mit Rot und Weiß. Werfe zuerst in Richtung Rot und dann in das winterweiße irgendwas. So, Level up. Luftmagie. Alle Schutz vor Blitz. Sehr schön. Spellcraft. Ein Punkt für die Energie. Die restlichen Punkte verballere ich jetzt alle Luftmagie und Feuermagie. Weil jeder Punkt da drin erhöht ja auch die Stärke des Zaubers. Ich denke, das macht am meisten Sinn. So, runter. Wir haben die Fackel auch schon eingesammelt, ne? Ja. Es wäre ärgerlich, wenn nicht. So. Licht aus. Licht an. Waren das alle Fackelhalter? Ja, waren alle. Okay. Dann speichere ich jetzt mal ab und wir sehen uns gleich wieder.